So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Ich habe Bock auf das Spiel und ich habe eben kurz das Ankündigungsvideo gemacht zu den Informationen, wenn sich mal was ändern sollte. Also von daher, ab jetzt spielen wir die PlayStation 5 Version. Man sieht auch schon, ich sehe anders aus und weil einfach die PC-Version scheiße ist. So wie sie aktuell ist, ist es scheiße. Braucht man nichts schön zu reden, braucht man nicht umherzureden. Ich bin jetzt hier wieder zurück im Schloss. Bin weiterhin Hufflepuff, hab den Namen größtenteils gleich gelassen. Also dementsprechend möge man es mir verzeihen, wenn nicht alles eins zu eins gleich ist. Liegt einfach daran, dass ich halt die Plattform wechseln musste. Wir spielen jetzt hier die PlayStation 5 Version. Und zwar im Performance-Modus. Weil gibt uns halt nicht viel wieder. Also hier 60 FPS auf 1080. Fidelity ein höherer Rendering-Modus mit hoher Wiedergabetrennung Neustart erfordert. Ich habe einfach Performance, hohe Bildschirmrate, Leistung, feuerfrei. Ich will es einfach hübsch haben. Wir haben ein paar neue Aufträge. Bedeutet, ich habe jetzt viele Sachen noch angenommen. Manche Sachen habe ich noch nicht richtig hinbekommen. Manche Sachen habe ich neu gemacht. Oder zumindest ein paar neue Sachen reingemacht. Finde den Schatz anhand der Schatzkarte zum Beispiel. Das hatten wir im Let's Play schon fertig gemacht. Müssen wir jetzt hier neu machen. Geheimes Lager im Schloss. Kehre zu Arthur Plummy zurück. Das machen wir jetzt. Das habe ich durch Zufall erfahren. Kein Pfad zum Auftragsziel verfügbar. Ah, ich bin ja in diesen Geheimraum gekommen. Es kehrte Eddie Plummery zurück, aber wo ist der denn? Bei der PlayStation-Version war ja noch dieser Gutscheincode mit dabei. In einem geheimen Raum? Unterrichtsstunde fliegen. Nein, ich will zu Arthur. Arthur. Ich sollte Arthur wissen, dass ich das Geheimnis der Schatzkarte gelöst habe. Ja, wo ist der denn? Genieße die Schulzeit, bis Professor Fick zurückkommt. Ja, es interessiert mich. Ich will jetzt... Ich gehe jetzt erstmal die Dingsbums in die Starthalle. Ich will erst eigentlich die Nebenquest abschließen, bevor ich jetzt großartig hier da rumeier. Von daher müssen wir mal gucken. Ich muss mir halt echt einen Titel dafür einfallen lassen. Ah, jetzt klappt's. Okay. Ja, der einzige Nachteil, muss ich sagen, was ich jetzt auf der PC-Version nicht hatte, ist manchmal bei Türen so kurze Ladezeiten. Es sind nicht viele, durchaus. Aber es sind ein paar. Also man hat schon so ein paar Sekunden Ladezeit zwischen den Türen. Je nachdem, wo man reingeht. Von daher, ja, kann man halt auch nichts... Kann man jetzt nichts ändern, ist jetzt so. Dafür können wir jetzt auch mal ein paar Stunden aufnehmen, ohne dass ständig das Spiel abkackt. Wie in den letzten Folgen, das war wirklich ungeplant. Ich weiß nicht, warum... Ich verstehe es einfach nicht, aber wir nehmen den Fehler jetzt mal so hin, wie er ist. Ich mag das Spiel, das Kampfsystem gefällt mir. Manche beschweren sich, dass es immer das Gleiche ist, von den Quests her. Und ich sage ganz ehrlich, ich will einfach nur ein schönes Spiel spielen, was mich mal ein bisschen in eine andere Welt abnimmt, wo man einfach mal abschalten kann. Ein paar Filme von Harry Potter habe ich geguckt. Ich glaube, ich muss mir echt auch mal wieder so einen Harry Potter Abend machen, weil die Filme an sich sind okay.
Aber ich bin halt nicht so der Typ für die Bücher. Weißt du schon mehr? Ja, weiß ich. Hallo Arthur. Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führt, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Na, immer doch. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Soll ich ihm jetzt folgen? Nee, machen wir nicht. Ich will jetzt erstmal die Aufträge machen, bis wir mit der Hauptquest weitermachen. Ein Hauch von Liebe. Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Auf der Karte sind ein Wald, eine Brücke und eine Kerze abgebildet. Stimmt, da war ja was. Gucken wir mal. Würde ich natürlich schon gerne machen. Das habe ich ja beim letzten Mal auch gemacht. Aber die Karte ist nicht in Hogsmeade. Ich gehe mal zur Weltkarte. Ich meine, das wäre Jackdaws Grab. Nein, das war hier. Meine ich. Da hatten wir auch die Schatzkarte gefunden. Ich glaube, wenn man so Schatzkarten so findet, ist natürlich ein bisschen blöd. Einfach aus dem Aspekt, weil man halt genau sowas jetzt halt hat, weil ich habe ein paar Talente gemacht, die sehen ein bisschen anders aus, ne? Von daher gehen wir beim nächsten Mal, wenn ich wieder ein paar Talentpunkte habe, gehen wir sie nochmal durch. Ich habe mir da jetzt großartig keine Gedanken oder so gemacht. Von daher gucken wir einfach mal eins nach dem anderen. Alte Seiten, Jackdaws Hinweis. Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. So. Mit Lumos zu den fliegenden Kerzen, zu einem Torbogen in einen Wald. So. Lumos. Fliegende Kerzen. Fliegende Kerzen. Das ist aber nicht gemeint, oder? Oder gucke ich mir jetzt die falsche Karte an? So, über die Brücke. Gut, zu Kerzen. Dann, ich meine, ich könnte mir das Video angucken und könnte dann schnell selbst dahin rennen. Aber die 5 Minuten, die kann man sich auch mal Zeit nehmen. So, hier ist eine Brücke. Dort zu fliegenden Kerzen. Wo oder was sind fliegende Kerzen? Da oben? Finde den Schatz anhand der Schatzkarte. Hat der Mr. Vogelscheuche geschlafen? War doch hier in der Nähe. Bin ich blöd? So, wir sind über die Brücke. Gehen wir mal Schritt für Schritt nochmal vor für komplett Blöde. Ja, heute ist mittwochs nach der Arbeit. Ich wollte noch mal ein bisschen was zocken, will euch mitnehmen und ich habe Bock auf Hogwarts. Oder muss ich hier über die Brücke? Dann zu irgendwelchen fliegenden Kerzen? Aber ich wüsste nicht, wo hier fliegende Kerzen sind. Huh?
ist doch wieder komisch. Liegende Kerzen über die Brücke. Zweifellos schon lange verlassen. Stimmt, da war ja was. Ich habe das Ding ja ges... Dein Ausrüstungsbeutel ist voll. Auch das noch. Ei, der Daus. Was mache ich da bloß? Muss mal gucken, ob ich da noch irgendwas raushole. Und dann... Ja, das Goldene will ich nicht verkaufen, auch wenn es schlechtere Werte hat, einfach aus dem Aspekt her. Da habe ich keine Ahnung. Kann ich irgendein... Ja, irgendein Double-Outfit. Ich meine, hier, komm. Achso, L3. Braune Lederhandschuhe. Was das? Nee. Gut. Dann machen wir es anders. Gerade von Hogsmeade. Ich gehe jetzt einfach mal irgendwo hin und verkaufe meinen ganzen Stuff. Da ist mir das jetzt alles komplett egal. Stepley und Söhne. Lokale Teehaus. Platz von Hogsmeade. Folge den Schmetterlingen. Clementine hat in den drei Besen Selbstgespräche geführt. Sie faselt etwas von einem Schwarm Schmetterlinge. Noch. Oh, gehen wir mal dahin. Komm, was soll der Geiz? Ich werde jetzt nicht dringend hier das Video angucken, nur um schnell die Schatzkarte zu finden. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Ja, du kannst helfen. Und zwar, was haben wir hier? Schade, dass man es halt nicht schmieden kann oder zerlegen kann, ne? Obwohl, ich sag lieber nichts dazu. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, machen wir ja. Alles im grünen Bereich, Meister. So, Handschuhe. Sind theoretisch gleich. Hervorragend, legendär, aber... Unschlagbare Quidditch-Handschuhe, himmlische Nietenhandschuhe. Die sind ja nicht schlecht, aber die Quidditch-Handschuhe sind halt auch nicht schlecht. Keine Eigenschaft ausgewählt. Eigenschaftsplatzstufe 1 und hier 3. Behalte ich die mal. Wie kann ich heute behilflich sein? Warum kann ich die Brille nicht verkaufen? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich will mal Bis gucken. Bald. Rezepte für Zaubertränke. Unsichtbarkeitstrank. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ja, was wir als Rezept haben, haben wir als Rezept. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Das ist jetzt nicht so tragisch. So, dann gehen wir nochmal zurück zur Karte. Weltkarte. Wir müssen ja hier hoch. So, fliegende Kerzen, Brücke, fliegende Kerzen und... Das ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Oh, das ist schön. Ich finde die Reisedame, die Teleporterdame, die hat einfach drauf. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, sich einfach mal wegteleporten kann, da sagt die, was Sache ist. Und dann. Dann hilft sie dir da mit ihrer aufmunternden Art einfach aus. Ist das wirklich die richtige Brücke?
Ich meine, die ist so ein bisschen nach oben gebeugt. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich... Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich so gedacht ist. Über die Brücke fliegende Kerze, Torbogen. Aber da ist das... Das sind irgendwelche Silhouetten. Die Frage ist, ist das vielleicht hier über diese Brücke? Fliegende Kerzen, Torbogen. Also fliegende Kerzen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Rebellion. Lumos. Aber es kann ja auch diese Brücke sein. Weil hier das Zeug hier im Hintergrund ist. Frage ist nur, wäre hier über die Brücke... auch irgendwo etwas mit fliegenden Kerzen. Weil hier ist ja theoretisch auch eine Brücke. Ich meine, die hätte ich beim letzten Mal gefunden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder meinte man mit fliegenden Kerzen eher die hier? Das war wohl eine Gänse, das war wohl ein Gänsebraten. Ich verstehe es halt nicht. Über die Brücke fliegende Kerzen. Fliegende Kerzen. Das ist wieder eins von diesen Merlins Gräbern. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, aber erstmal hier. Machen wir später. Ich will erst wissen, wo es diese scheiß fliegenden Kerzen gibt. Au. Ach hier. Inzent. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Kein Herz gegen Riesenspinnen. Rebellion. Ihr müsst nicht mehr graben, hacken, ne? Na gut. Dann ist das halt so. Kann ich auch nichts machen. Fliegende Kerzen. Torbogen. Ich meine, das war irgendwo im Feld. War das vielleicht hier im... Rebellion. War das nicht hier irgend so ein Ding? Wenn irgendwie von hier rüber kam oder so? War da nicht was? Bin ich mir da... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es... Dass es da war. Rebellion. Hier ist auch wieder ein Schatz. Na gut, das ist jetzt nur in dem Häuschen. Da will ich nicht rein. Bei aller Liebe nicht. Aber hier hat doch... Bin ich blöd? Also ich will jetzt keine Antwort auf die Frage haben, aber... Ich bin mir noch ziemlich sicher gewesen... Lichtfliegende Kerzen.
Lichtfliegende Kerzen. Über die Brücke zu den fliegenden Kerzen. Wald. Links von dem Dingsbums. Mal überlegen. Hier in dem Wald, über die Brücke, hier ist dieses Dorf und hier ist links der Wald. Okay, probieren wir es mal. Ob wir hier irgendwo einen Torbogen oder sowas finden. Wo wir hin wollen, lang wollen. Oder. Aber sieht für mich halt nicht unbedingt nach was aus. Das sind Kerzen, aber keine fliegende Kerzen. Was soll das sein? Rivelio. Incendio. Das wäre jetzt links der Wald. Aber das sind doch keine fliegenden Kerzen. Das sind doch keine fliegenden Kerzen. Das ist nur eine Ruine. Hier ist auch kein Torbogen. Also nicht so, wie ich's jetzt entsinne. Links vom Dorf. Also entweder hier auf dem Feld irgendwas. Da war doch auch, ich meine, da war auch irgendwo ein Linksbums drin. Was war das? Was hat das hier? Was hat er jetzt? Was hat er jetzt rumgedischt? Ich verstehe es nicht. Oder über die Brücke hier durch bis zu fliegenden Kerzen. Aber da bin ich doch schon zu weit. Sag mal, bin ich bekloppt? Ich will ja jetzt nicht unbedingt in meinen eigenen Videodateien nachgucken. Aber wenn es jetzt zu lange dauert, wird mir wahrscheinlich nicht viel anderes übrig bleiben. Sind mit fliegenden Kerzen die Dinger gemeint? Ich kriege die ganze Zeit Nachrichten. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Hier ist theoretisch auch eine Brücke. Aber es war doch hier in der Nähe. Entweder bin ich jetzt komplett blöd. Ich guck mal hier hinter dem Dingsbums. Andere Seite. Da ist ja auch theoretisch Wald. Gucken, ob hier irgendwas ist. Sieht aber nicht danach aus. Hi Kiddies. Seid ihr euch Gold? Das ist schön. Teilen ist toll. Über die Brücke. Fliegende Kerzen können auch Floorfliegen sein, theoretisch. Bin mir da selbst nicht so ganz sicher. Rebellion. Habe ich das noch nicht freigeschaltet? Was ist da los? Nee, mache ich nicht. Die tun mir nichts. Aber bestimmt irgendwann so ranziehen oder ranzüchten.
Bist du eine brave Kröte? Ja, du bist eine brave Kröte. Ich bin mir aber so ziemlich sicher. Gut, es kann auch Unterschiede in den Versionen geben. Das will ich jetzt auch nicht. Lumos. Will ich jetzt auch nicht titulieren, dass das nicht der Fall ist. Aber eigentlich verstehe ich es nicht. Hier unter der Brücke gibt es auch nichts. Ich habe schon wieder eine halbe Stunde damit verbracht, nichts zu tun. Hab's vielleicht auch nicht gefunden. Gut. Erfolglose Schatzjagd. Das kann man machen. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.